Blauer Himmel, Sonne, türkisblaues Meer. Urlaubsidyll, Ort der Sehnsucht, Lebenstraum vieler Menschen. Eine Ahnung vom Paradies. Die Insel als Wirklichkeit gewordener Traum. Sinnbild für die Abkehr vom hektischen Alltag. Wer wollte hier nicht leben? Wer es tut, richtet sich sein Leben ein. Seit Generationen malen, schreinern, mauern und schmieden die Bewohner an ihrer Insel mit größter Selbstverständlichkeit und Hingabe. Die Haltung der Menschen ist klar wie das Wasser. Auf dieser Insel wollen sie leben und nirgendwo sonst. Ihre Heimat heißt Kefalonia und gehört zu Griechenland. Seit Jahrtausenden schützen die Insulaner ihre Schiffe und Häuser gegen Wind und Wetter mit Lack und Gebeten. Sie beackern die Böden, um auch im nächsten Jahr eine gute Ernte zu haben, die ihnen ihr Überleben sichert und vielleicht sogar einen bescheidenen Wohlstand. Seit Generationen formen die Kefaloniten aus dem, was die Insel ihnen gibt, ihre Heimat. Der einzige Unterschied zu vergangenen Jahrhunderten: der störrische Erntehelfer frisst Benzin statt Heu. Die Insel ist fruchtbar, friedlich, beschaulich. Geradezu ideal, um hier ein gutes Leben zu führen. Direkt im Paradies. Sollte man denken. Tausende von Schafen und Ziegen, ungezählte Katzen, Hunde und eine Schar von gerade mal 32.000 Menschen wohnen heute noch auf Kefalonia. Viele sind gegangen. Es gibt neben Landwirtschaft und Handwerk inzwischen auch Tourismus auf der Insel. Sie ist im 21. Jahrhundert angekommen. Ein perfekter Platz, um zu leben und zu arbeiten. Wenn es da nicht den einen großen, unsichtbaren Gegner gäbe, der Schlüssel zur Flucht vieler Bewohner ist. Manche, die gegangen sind, sagen, nur Schafe bleiben auf der Insel. Wer da bleibt, lacht darüber und tut seine Arbeit. Warum verlassen die anderen das Paradies? Wer es erkundet, stellt bald fest, dass es hinter der idyllischen Kulisse ein anderes Gesicht der Insel gibt. Antike Bauten entpuppen sich als Ruinen. Sind sie nur das Ergebnis einer großen Landflucht? Ganze Siedlungen im Landesinnern sind verlassen. Sie sind nicht nur verwaist und verfallen. Sie wurden mit roher Kraft zerstört. Die Zerstörung kommt überraschend. Sie schleicht sich an. Der Fremde ahnt noch nichts.
Nur die Tiere erkennen die Zeichen, bevor ein einziger Ton zu hören und eine einzige Bewegung zu spüren sind. Ein Erdbeben kündigt sich an. Die Götter schütteln die Insel, sagen die Kefaloniten. Ausgerechnet Poseidon, der Meeresgott, der Nahrung schenkt und ihre Schiffe trägt, ist auch für Erdbeben verantwortlich. Er ist es, der gibt und zornig alles nimmt. Mit einem Beben, das Häuser und Hoffnungen zerstört. Die griechische Insel Kefalonia liegt im Ionischen Meer am Westeingang des Golfes von Patras. Mit ihren 781 Quadratkilometern ist sie die zehntgrößte griechische Insel. Man nähert sich ihr traditionell mit dem Schiff, und zwar vom Festlandshafen Patras aus. Schon von Bord aus fällt auf, dass Kefalonia anders ist als andere griechische Inseln. Nicht die gewohnten kargen Felsen, sondern sattgrüne Berge ragen aus den azurblauen Fluten auf. Legt das Schiff nach 2,5-stündiger Fahrt im Hafen von Sami an, überfällt den Besucher nicht gerade der Eindruck übertriebener Hektik. Die Bewohner verstehen es, sich zu beschäftigen, ohne in übertriebene Geschäftigkeit zu verfallen. Das Anlegemanöver wird zur Landung in einer fremden, weil in sich ruhenden Welt. Nach dem Verlassen der kleinen Hafenstadt Sami gewinnt der Gast endgültig den Eindruck, auf einem fremden Planeten gelandet zu sein. Kein Griechenland-Klischee kann hier mehr greifen. Zu viele verschiedene Gesichter hat die Landschaft auf dem Weg über den Enos, den größten Berg der ionischen Inselwelt mit seinen 1628 Metern. Und nicht ein Tempel weit und breit. Der Weg führt in die Inselhauptstadt Argostoli. Hier leben etwa 7000 der 32.000 Inselbewohner in großstädtisch anmutender Kulisse. Doch in ihrem Wesen haben sich die Stadt und ihre Bewohner seit Jahrhunderten nicht verändert. Es sind Individualisten, die sich nicht davon beeindrucken lassen, dass ihre Stadt sich zum touristischen Zentrum der Insel entwickelt hat. Seit 1757 ist die Stadt am Golf von Argostoli schon Hauptstadt. Der Umschlagplatz aller Versorgungsgüter für Insulaner und Gäste hat es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Wer sich jetzt nicht schon erschöpft auf die faule Haut legt, macht sich auf den Weg, die grüne Insel weiter zu erkunden. Am nördlichsten Punkt der Insel liegt ein ungewöhnlicher Ort. Es ist das Hafenstädtchen Fiscardo, das seinen Namen dem Normannenfürsten Robert Guiscard verdankt. Mit seiner klassizistischen Bausubstanz erscheint es unwirklich, wie eine Filmkulisse. Dabei ist Fiscardo der einzige Ort, der daran erinnert, wie einmal alle Städte und Dörfer Kefalonias ausgesehen haben. Bis zum großen Erdbeben von 1953.
das nichts und niemanden verschont hat. Außer eben Fiscardo und seine staunenden Bewohner. Seit 50 Jahren ist es nun schon ruhig. Unheimlich ruhig, wie manche meinen. Die Kefaloniten haben sich mit neuen Taktiken auf den nächsten Angriff ihres mächtigen Gegners vorbereitet.